Ausflug nach Berlin wie heute ist eher selten. Hast du Lust auf mehr Verantwortung? Ich bin ja Digitalpolitikerin, deshalb setze ich mich dafür ein, dass es ein Digitalministerium gibt. Wir schlagen ja bei Neustadt vor, dass wir Gesetze ganz anders machen. Also statt Kleinreparatur der große Wurf? Ja. Während der Corona-Krise war es eins der größten Themen. Warum werden die Daten falsch gemeldet? Warum werden sie nicht digital genug gemeldet? Die Bürokratie war der große Hemmschuh während der Corona-Krise. Und deswegen hat Nadine Schön, die heute unser Gast ist, zusammen mit Thomas Heilmann und ich glaube, es waren 164 andere Politiker der Union, ich muss nochmal spicken, ja, es waren 164, habe ich mir tatsächlich richtig gemerkt, ein Buch rausgegeben, einen Sammelband mit 103 Vorschlägen, was sich in Deutschland ändern muss. Darüber möchten wir heute kurz sprechen, vor allem aber auch über ihren Wahlkampf im Saarland. Und dazu begrüße ich heute ganz herzlich Nadine hier im Wahlkampf. Schön, dass du da bist. Hallo, freue mich, da zu sein. Sprechen wir gleich über Wahlkampf. Wie sieht dein Terminkalender eine typische Woche im Moment für dich aus? Also ein Ausflug nach Berlin wie heute ist eher selten. Da gucke ich dann noch, dass ich alles auf einen Tag lege. Ansonsten bin ich viel unterwegs vor Ort. Das, was man halt Corona-konform machen kann. Wanderungen, Hausbesuche, Gespräche im kleinen Kreis. Alles, was outdoor möglich ist, das mache ich. Die großen Veranstaltungen fallen halt weg dieses Jahr. Du kommst ja aus dem Wahlkreis St. Wendel. Mhm. Hast mir gerade auch erzählt, das ist der größte Landkreis im Saarland. Wie groß ist der Landkreis und wo wandert man dahin? Also es ist der größte Wahlkreis im Saarland. Der erstreckt sich über 4 Landkreise, wir haben. Genau. Okay. Aber oft ist das ja gleich, aber in dem Fall ist es nicht gleich. Also es ist ein Landkreis. Der Landkreis St. Wendel ist komplett dabei, aber dann geht noch der Wahlkreis bis runter nach Saarbrücken und ist etwa ein Drittel der Fläche des Saarlandes. Weil es eben ziemlich ländlich ist, dann werden die Wahlkreise ja automatisch größer. Du sitzt seit 2009 im Bundestag. Was für Lehren hast du aus den vergangenen Wahlkämpfen gezogen, die du jetzt im Prinzip als Lehren beherzigst, wo du einfach sagst, okay, ich mache jetzt besser Wahlkampf als früher in diesen Punkten? Natürlich macht die Routine schon was aus. Flyer gestalten, Texte schreiben, Bauzäune organisieren, das ist beim ersten Mal immer sehr aufwendig, beim zweiten Mal geht's und dann wird's immer einfacher. Man hat seine Ansprechpartner, man hat sein Team, man weiß, wie es läuft. Da kann man grundsätzlich auf vieles aufbauen, aber Corona macht halt, da muss man doch nochmal hinter alles ein Fragezeichen machen und alles nochmal hinterfragen. Und natürlich ist kein Wahlkampf wie der andere, andere Themen, andere Leute, die mithelfen, andere Aktivposten, von daher auch immer wieder eine neue Herausforderung. Hast du nur für den Corona-Wahlkampf eigene Formate oder eigene Ansprachen entwickelt, die es vorher vielleicht nicht gab? Also wir haben zum Beispiel hier schon gehört, dass irgendwie, ich glaube Steffen Bilger war das, der hat eine eigene Wahlkampfzeitung gedruckt, weil er eben wusste, dass es war so ein Kompromiss zwischen analog und digital und trotzdem an die Leute ranzukommen. Andere machen ja sehr viele neue Digitalformate weg vom Analogen. Gibt es bei dir etwas, wo du gedacht hast, okay, unter Corona-Bedingungen ist das ein Format, das besonders gut passen würde? Ich habe einen Film zum ersten Mal, den hatte ich vorher nicht, so ein Vorstellungsvideo, was wir dann auch über Social Media ausspielen werden. Und in den nächsten Wochen werden die digitalen Formate über Social Media nochmal stärker gepusht. Das ist immer zeitaufwendig und normalerweise war es schon so, dass der weitaus größte Teil dafür verwendet wurde, dass ich unterwegs war, bei den Leuten war. Ich denke, der digitale Anteil wird größer werden, gerade auch nochmal in den nächsten Wochen. Du bist ja in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz und da habe ich mich gefragt, ich habe schon einige Artikel gelesen über die Union, die sehr viel auf Daten sammeln, Daten evaluieren auch, setzt ein bisschen, ich glaube, so weit wie die Amerikaner sind wir da noch nicht, aber gehen schon in die Richtung. Wie viel KI gibt es deiner Meinung nach im Wahlkampf? Ah, da sind wir noch nicht besonders weit, glaube ich, insgesamt. Was auch daran liegt, dass die Deutschen generell skeptisch sind und ich kann da eine gewisse Skepsis gerade bei politischer Einflussnahme auch verstehen. Ich bin ein totaler
Datenfreak und finde, dass wir grundsätzlich viel mehr und viel besser Daten nutzen müssen, um die großen Herausforderungen, die wir haben, vom Klimawandel bis zur besseren, ja, besseren Gesetzgebung tatsächlich zu realisieren. Im Wahlkampf bin ich mit Personalisierung selbst auch sehr, sehr vorsichtig. Es ist, glaube ich, gut, wenn die Leute die Informationen bekommen, die zu ihnen passen. Deshalb ist das grundsätzlich schon in Ordnung. Aber dieses personalisierte Tracking, das erzeugt so ein Unwohlsein bei vielen Menschen. Und das kann ich verstehen. Da bin ich auch noch persönlich sehr vorsichtig. Ist es da schlimmer, wenn es bekannt wird, wie im Fall von Cambridge Analytica oder auch die CDU Connect App ist ja gehackt worden und da wurden ja im Prinzip die Fragen, die an den Haustüren gestellt wurden, auch eingetragen? Oder ist es per se ein Problem, das überhaupt zu machen? Weil ich mir schon jetzt aus Wählersicht auch vorstellen kann, ich weiß ja manchmal auch selber nicht genau, zu welchem Thema eine Kandidatin eine Meinung vertritt, die mir selber irgendwie entgegenkommt. Das ist ja, kann man ja eigentlich auch als Service sehen. Also wo ist da die Linie? Würdest du das eher als Service aussehen oder würdest du dann auch sagen, das muss dann aber auf kleiner Flamme gemacht werden? Ja, das ist ein ganz schmaler Grat. Also die Connect-App zum Beispiel ist so gestaltet, dass die nicht aufs einzelne Haus geht oder auf den einzelnen Wähler, sondern dass da immer ein größeres Cluster betrachtet wird. Und bei der Frage, welche Themen interessieren die Leute, das ist dann auch nicht aufs eigene Haus, einzelne Haus dann angelegt, sondern das soll dann halt insgesamt so ein Bild vermitteln, für welche Themen interessieren sich die Menschen etc. Also da muss man, glaube ich, einen guten Mittelweg finden, wie personalisiert man das Ganze macht. Ansonsten gebe ich dir natürlich schon recht, als Bürger, als Wähler freue ich mich natürlich schon, wenn ich Informationen zu den Themen bekomme, die mich interessieren. Wenn ich digitalpolitisch interessiert bin, dann interessieren mich vielleicht die Landwirtschaftsthemen nicht. Und wenn ich dann jeden zweiten Tag eine Anzeige über Landwirtschaftspolitik bekomme, bin ich vielleicht eher genervt. Aber niemand sagt mir mal, was die Parteien in der Digitalpolitik vorhaben. Das muss ich dann mühsam selbst zusammensuchen. Ich glaube, insgesamt müssen wir uns da als Parteien insgesamt noch weiterentwickeln. Ja, wir stehen da, glaube ich, am Anfang und das muss gut abgewogen werden, denn so das, was die Amis machen, entspricht nicht unserer Kultur und ich glaube, das kann man auch sagen, dass wir da auch nicht hinwollen. Du sagst, du bist ein Datenfreak, in welchem Umfang oder was für Daten benutzt du jetzt schon, um einfach zu sagen, okay, an dem Ort spreche ich lieber über dieses Thema oder da gibt es besonders viele junge Wähler zum Beispiel, die ich dann vielleicht anders anspreche. Benutzt du solche Daten schon, um deinen Wahlkampf zu planen oder ist das eher so in konventionellen Bahnen plus eben der höhere Digitalanteil wegen des Faktors Corona? Naja, bei Social Media kann man ja schon auch Inhalte nach Zielgruppen ausspielen und ich bin zum Beispiel sehr stark engagiert beim Thema Ehrenamt, bin im Stiftungsrat der Ehrenamtsstiftung, mache da sehr viel zum Thema Zusammenhalt der Gesellschaft und da kann ich mir schon vorstellen, dass wir in den nächsten Wochen dann auch an die Zielgruppe eher die Inhalte ausspielen. Wohingegen das Thema Digitalisierung, Gründung dann auch eher an die Gruppen ausgespielt wird, die sich für das Thema interessieren. Also das geht ja auch über Social Media ganz gut, auch sehr niedrigschwellig und da gibt es ja die entsprechenden Tools. Das kann und sollte man tatsächlich nutzen. Und ansonsten ist das eher so ein intuitiv, dass man auch versucht herauszufinden, was interessiert denn die Menschen. Ich höre auch eigentlich lieber zu, als dass ich jeden da gleich mit so einer Informationsflut überwältige. Und es geht einfach nichts über ein gutes Gespräch. Da kommt man dann zu den Themen, die den Einzelnen interessieren. Und das ist dann auch authentisch und das ist ehrliche Politik. Und das ist nicht nur so ein Schlagwort um sich Schmeißerei. Das mag ich nicht so gern. Wir sitzen ja hier am nachgebauten Kabinettstisch. Hinter uns ist ja auch das nachgemalte Bild, das dort hängt. Dein Name fällt auch immer wieder, wenn es um ein Schattenkabinett von Armin Laschet geht, das natürlich nicht so heißen darf. Da
gibt es ja auch Rufe in der Union, dass da vielleicht ein bisschen konkreter neben Friedrich Merz vielleicht noch mal ein bisschen was kommen muss. Ich frage mal unverfänglich, hast du Lust auf mehr Verantwortung? Also ich bin ja Digitalpolitikerin und worunter wir schon gelitten haben in den letzten Jahren war, dass der Digitalausschuss keine eigene Federführung hatte. Das heißt, wir mussten immer quer rein, mussten uns immer unsere Verantwortung erkämpfen. Deshalb setze ich mich dafür ein, dass es ein Digitalministerium gibt und mehr Federführung für den Digitalausschuss im Parlament. Und wenn es um mich geht, dann ist die Funktion, die ich jetzt habe, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, eine, wo man wahnsinnig viel bewegen kann. Man geht über jedes Gesetz am Ende in die finale Verhandlung. Man kann wahnsinnig viel gestalten. Und das ist für mich eine Position, die mir wahnsinnig Spaß macht und von der ich mir jetzt wünschen würde, die würde halt durch ein aufgewertetes Ministerium auch im Parlament aufgewertet werden. Das fände ich tatsächlich toll. Die Öffentlichkeit geht ja immer nur um die Frage, wer ist Minister? Ich glaube, es gibt im politischen Bereich noch ein bisschen mehr drumherum, wo man auch viel gestalten kann. Und am Ende geht es mir darum, du hast ja schon Neustadt erwähnt, dass wir unsere Neustadt-Themen gut auf die Straße bringen. Und das kann man, glaube ich, an vielen verschiedenen Stellen machen, unter anderem auch auf der, die ich jetzt habe. Das bedeutet, wenn ich das richtig verstehe, wenn ein Gesetz in diesem Aushandlungsprozess dann bei der Fraktion liegt, würdest du dann darauf achten, dass die Anliegen der Digitalisierung und auch des Staates, der einfach schneller funktioniert, schneller antwortet, an der Stelle dann einfach in die Gesetze auch mit reinkommt? Ja, wir schlagen ja bei Neustadt vor, dass wir Gesetze ganz anders machen, dass wir die Art, wie wir Gesetze gestalten, schon bei der ministeriellen Gesetzesvorbereitung anders angehen und auch im Parlament anders machen. Und ich würde mir wünschen, dass wir direkt zu Beginn der neuen Legislaturperiode 2, 3, 4, 5 Modellgesetze vorlegen, wo wir diese neuen Wege auch einfach mal ausprobieren. Wir leben in einer Zeit, da kann man nicht alles so machen wie die letzten 200 Jahre auch. Wir müssen die neuen digitalen Möglichkeiten nutzen, wir müssen Daten besser nutzen und wir müssen uns mal trauen, neue Wege zu gehen, auch bei der Gesetzgebung, weil wir nur dann auch zu besseren Gesetzen kommen. Und das fände ich toll, wenn wir das angehen. Das kann Teil eines großen Neustartprojektes sein. Und deshalb auch hier nochmal, da liegt die Verantwortung im Parlament, nicht allein in der Regierung. Und am Ende müssen Parlament und Regierung das ja auch gut zusammen voranbringen. Die Berichterstattung zu dem Thema oder auch zu dem Buch Neustart kommt ja eigentlich niemals ohne den Verweis oder die Frage aus, warum sowas ausgerechnet aus der Union kommt. Genau. Wie oft kannst du das noch hören? Ich finde es eine total berechtigte Frage und es ist auch gut, dass die gestellt wird. Ich sage, es muss eigentlich gerade aus der Union kommen, weil wir schon auch die Partei sind, die dafür steht, dass das Probleme bewältigt werden. Wir haben 5 große Krisen bewältigt in der Kanzlerschaft von Angela Merkel und haben da dann in dieser Zeit auch gesehen, was funktioniert, aber auch was nicht funktioniert. Und wir sind ja eine Partei, die auf allen Ebenen vertreten ist, mit Bürgermeistern, Landräten, in den Räten. Und wir haben diese Neustart-Themen sehr intensiv in der Partei diskutiert und haben mittlerweile ein ganzes Netzwerk von Menschen, die an dieser Staatsmodernisierung mitwirken wollen. Und deshalb würde ich sagen, wir wissen, wovon wir reden. Wir haben aber auch die Kraft und die Vision, das zu ändern, wo wir gesehen haben, was nicht gut läuft. Und wir haben die konkretesten Vorstellungen, was wir ändern wollen. Ich meine, Verwaltungsmodernisierung und weniger Bürokratie, das wirst du in jedem Wahlprogramm finden. Aber so konkret zu sagen, an welchen Stellschrauben wollen wir was ändern und was ist unser großes Ziel, das findet man in keinem anderen Wahlprogramm. Und deshalb würde ich sagen, es muss ganz klar die Union machen, dieses große Staatsmodernisierungsprojekt vorantreiben. Was würde denn mein Leben konkret morgen besser machen? Na, am Ende ist es, glaube ich, wird jeder wahnsinnig, wenn er mit Verwaltung zu tun hat. Das sind die Privatpersonen, die ewig lange auf einen Anwohnerparkausweis warten. Das sind die Ehrenamtler, die sagen, ich verbringe ja mehr Zeit mit Bürokratie, als dass ich Zeit habe, mich um meine Sache zu kümmern. Und das sind die Unternehmen, die viel öfter viel schneller tolle Projekte vorantreiben würden, wenn sie nicht durch die sehr langsamen Prozesse, die wir oft haben, gehindert würden. Und deshalb ist die Frage, wie
kommen wir zu schlankeren, zu besseren, zu effizienteren Strukturen. Ein Thema, was wirklich alle angeht. Und in meinen Augen klappt das nicht mehr durch Entbürokratisierung, wie wir es die letzten Jahre gemacht haben, sondern wir müssen ran an die Strukturen. Mit so kleinen Stellschrauben wird das nicht mehr weiter funktionieren. Wir müssen wirklich die Strukturen ändern, damit wir da schneller und flexibler werden. Also statt Kleinreparatur der große Wurf? Ja. Was ist denn in deinem Leben oder aus deinem Alltag etwas, wo du das letzte Mal irgendwie dachtest, ist doch Wahnsinn, dass ich das jetzt mit Papier machen muss? Ja, etliches. Also habe vor ein paar Wochen einen Anwohnerparkausweis in Berlin versucht zu beantragen. Vor 6 Wochen. Ich habe noch nicht mal eine Eingangsbestätigung bisher bekommen. Und als ich bei der Hotline angerufen habe, haben die mich ausgelacht. Also das ist natürlich etwas, das macht ja die Leute wahnsinnig. Warum haben sie dich ausgelacht? Naja, weil sie es völlig abwegig fanden, dass ich innerhalb von 6 Wochen überhaupt eine Rückmeldung auf meine E-Mail bekomme. Und das darf nicht sein. Wir sind eine Industrienation, wir sind weltweit erfolgreich, wir haben die besten Ingenieure, bringen die besten Produkte auf den Markt und schaffen es nicht im Staat, die Verwaltung so zu organisieren, dass die Leute schnell zu ihr Anliegen bearbeiten können. Und das führt dazu, dass der Vertrauensverlust in den Staat auch weiter zunimmt. Und auch das können wir uns nicht leisten. Und ganz schlimm wird es eben dann in Krisen. Wenn es da nicht funktioniert, dann kann es ja wirklich auch um Menschenleben gehen. Und dann ist es nicht nur ein Ärger über den Anwohnerparkausweis, sondern dann ist es eine Dysfunktionalität der Strukturen. Und ich will das jetzt nicht schlimmer machen, als es ist, aber ich glaube schon, dass wir in den Krisen gesehen haben, dass vieles nicht funktioniert. Und da müssen wir auch mutig sein. Aber haben wir dafür wirklich erst Krisen gebraucht, um zu sehen, wie viel da nicht funktioniert oder wie viel wir in der Digitalisierung hinterherhinken? Also ich würde behaupten, das geht ja seit mehr als 10 Jahren schon so. Ja, also es wurde ja auch einiges auf den Weg gebracht, aber als wir in unserer Gruppe, die sich mit dem Thema beschäftigt hat, wir sind daher gekommen, dass wir uns gefragt haben, wie wird sich denn die Welt in den nächsten 15 Jahren verändern? Wie wird sich Europa verändern und Deutschland? Was sind die großen Herausforderungen, die großen Trends? Und was müssen wir machen, damit wir wirtschaftlich erfolgreich sind, damit wir den Klimawandel bewältigen, damit wir unsere Zufriedenheit in der Bevölkerung steigern? Und dann haben wir festgestellt, das ist gar nicht das Problem, dass wir zu wenig Geld haben, zu wenig investieren. Da kann man von allem noch mal ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr in Technologie stecken und so. Das Hauptproblem ist diese Komplexitätsfalle, in der wir immer sind. Dass alles einfach schwierig und komplex ist und kompliziert. Und dass wir ran müssen an die Strukturen. Und ich meine, die Analyse, die ist jetzt auch nicht so ganz neu, da gebe ich dir recht. Aber wir haben dann wirklich mal angefangen, uns diese einzelnen Wollknäuel vorzunehmen, haben gefragt, was kann man denn machen, um es mal ganz anders zu machen? Nicht wie die Esten, die ja einen völlig zerrütteten Staat hatten und den bei null aufbauen konnten. Das ist ja immer das große Vorbild. Das ist das große Vorbild. Aber was können wir in unseren Strukturen machen, mehr als kleine Stellschrauben zu drehen, sondern wirklich auch mal gewisse Sachen ganz neu zu machen? Und wie kommen wir von Status quo in diese schöne neue Welt? Und wir sind ja als Staat nicht die Ersten, die diesen Weg gehen. Es gibt große Konzerne, große Unternehmen, die hatten ja genau das gleiche Problem. Die waren auch total starr, die haben in Silos gearbeitet, die waren zu langsam. Und die haben dann auch gesehen, oh, da gibt es in Asien, da gibt es in Amerika Startups, Unternehmen, die ganz anders daherkommen, die viel agiler sind, die schneller sind, die überholen uns links und wir wissen gar nicht, was uns passiert. Und die haben dann auch angefangen, ihre Strukturen zu ändern, um überhaupt mithalten zu können mit dieser Dynamik. Und deshalb glaube ich, dass der Staat das auch kann und können muss und dass wir damit auch die großen Herausforderungen lösen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, das war alles vor der Krise. Das war vor Corona, das war vor dieser Flutkatastrophe. Einfach mit Blick darauf, was brauchen wir denn insgesamt, um die großen Herausforderungen bewältigen zu können. Und in der Krise hat sich das alles nochmal unter einem Brennglas bestätigt und gezeigt. Ja, wir kriegen da viel Zustimmung. Und gerade in der CDU auch so eine kleine also Welle. Wer stimmt dazu? Dass Leute am Wahlkampfstand oder Leute im Internet? Oder wie?
Woher kommt das? Also parteiintern haben wir wahnsinnig viele Diskussionsveranstaltungen gehabt im letzten Jahr, digital natürlich. Und da sind viele, die auch ganz konkret mitarbeiten wollen, dass es kommt auf allen Ebenen. Ralf Brinkhaus hat ja auch das Thema Revolution genannt. Das ist ein großes Thema, warum er nochmal Fraktionsvorsitzender bleiben sollte. Also da gibt es noch mehr Gründe dafür, aber er hat damit das Thema prominent gesetzt und mich sprechen viele darauf an und sagen, also was der Brinkhaus da gesagt hat mit der Revolution oder was Armin Laschet gesagt hat, wir brauchen ein Modernisierungsjahrzehnt, das sind genau die richtigen Ansagen und deshalb müssen wir, glaube ich, auch die nächsten 6 Wochen bis zur Wahl nochmal stärker nutzen, auch nochmal konkret zu sagen, was heißt das eigentlich? Du sagst ja, euer großer Vorsprung vor den anderen Parteien jetzt im Moment in der Artikulation dessen, was passieren muss, ist, dass es tatsächlich konkret ausformuliert in dem Buch steht, aber eben auch im Wahlprogramm. Ist es auch dein Anspruch, so viele dieser Vorschläge oder Ideen wie möglich dann auch in einem Koalitionsvertrag zu fixieren? Also das wirklich mitzunehmen in einem Koffer und dann machen wir den Koalitionsverhandlungen auf den Tisch und sagen, so jetzt ich diktiere oder bleibt es dann irgendwie damit, okay, wir haben viele Ideen und so ein bisschen wolkig und dann am Ende guckt man, was man umgesetzt kriegt? Nee, wir haben es sehr konkret gemacht. Also das war ja der Anspruch von Anfang an im Buch bei Neustart, in dem Fraktionspapier, was wir dann hatten, da ist es sehr konkret geworden und im Wahlprogramm, da steht es auch schon sehr konkret drin. Wir haben noch viel mehr einzelne Vorschläge und Maßnahmen, die jetzt nicht alle im Wahlprogramm stehen, aber wir wollen es sehr konkret auch im Wahlprogramm haben. Das Ziel muss ganz klar definiert sein und die großen Schritte müssen klar definiert sein. Und dann sollte man sich schon noch ein bisschen Beinfreiheit lassen, ob man jetzt die Maßnahme oder die Maßnahme ergreift, aber je präziser man das selbst schon im Kopf hat, wo man hin will und was mögliche Maßnahmen sein können, desto besser ist es und haben wir gut vorgearbeitet. Ich bin jetzt mal Otto Normalo auf der Straße und ich höre zum Beispiel jetzt zuletzt auch beim Termin mit Elon Musk, dass Armin Laschet immer wieder von einem Modernisierungsjahrzehnt spricht. Für mich klingt das sehr abstrakt. Wäre es dann nicht besser, einfach ein Plakat zu machen, Nadine Schön beantrage, deinen Parkausweis bekomme ihn morgen? Das ist auf jeden Fall heruntergebrochen auf das Konkrete, genau das, was wir wollen. Oder auch, du bekommst ein Kind und bekommst automatisch Kindergeld. Warum musst du das überhaupt beantragen? Ist doch völlig absurd. Und ist der Föderalismus da nicht ein Problem? Weil viele von den Problemen, die du beschrieben hast, sind ja tatsächlich, da würde ich jetzt einfach sagen, so, ja, es ist halt Berlin, aber in meiner Heimatkommune, wo ich ursprünglich herkomme, ist das ja gar nicht so ein großes Problem. Oder sind das Sachen, die sich wirklich durchziehen, überall, die man überall gleichermaßen verbessern kann? Also die Probleme sind unterschiedlich. Bei mir vor Ort, in meiner Heimatkommune, da bekomme ich auch innerhalb von wenigen Tagen meinen Personalausweis. Hier in Berlin funktioniert das nicht. Also es ist schon teilweise eine Verantwortung der Akteure vor Ort. Aber was wir nicht übersehen dürfen, ist, dass es gewisse Strukturen gibt, die überall gleich sind und wo wir vor allem die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Ebenen nicht gut organisiert haben. Ich mache mal 2 Beispiele. Beispiel Digitalpakt Schule, da gab es im letzten Jahr nochmal eine Sondervereinbarung, nochmal 500 Millionen mehr für Administratoren, 500 Millionen für Schülerlaptops und für Lehrerlaptops. Da müssen 16 Kultusminister eine Verwaltungsvereinbarung unterschreiben. Da muss nochmal in jedem Land eine Richtlinie rausgegeben werden. Dann machen die Kommunen eine Ausschreibung. Das Ganze führt dazu, dass 1,5 Jahre, nachdem Bund und Länder das beschlossen haben, dass man für die Krise da jetzt nochmal was machen muss, noch kein einziger Schuladministrator eingestellt ist. Das sind Strukturen, die sind in der Krise nicht gut, aber die sind auch im normalen Leben nicht gut. Ein zweites Beispiel ist die Kontaktnachverfolgung oder auch die Zusammenarbeit der Gesundheitsämter, Stichwort SORMAS. Also, dass die Gesundheitsämter Faxe ans RKI schicken, dass das eine Gesundheitsamt nicht mit dem Gesundheitsamt im Nachbarlandkreis korrespondieren kann auf einem schnellen digitalen Wege, das ist halt ein Unding. Und das sind Schnittstellenprobleme zwischen den unterschiedlichen Ebenen. Die kann man durch Standardisierung lösen, die kann man durch eine eingängige IT-Infrastruktur lösen.
Aber da muss man ran und da braucht es neue Wege der Zusammenarbeit. Sagt Nadine, schön, vielen Dank für den Besuch im Wahlcamp. Ich halte fest, ob du stellvertretende Fraktionsvorsitzende bleibst oder in jeder anderen Funktion, du bringst auf jeden Fall die Digitalisierung als Leib- und Magenthema mit in den kommenden Bundestag. Danke. Danke, dass du hier warst.